Vielen Dank, Janis, für die sehr impressive Words, Comments. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ihr auch schon, ihr habt auch schon viel gehört. Ich würde jetzt vorschlagen, wir wollten eigentlich eine zweite Runde machen mit nochmal ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Gegenstrategien, Einstiegsprojekten, Möglichkeiten. Das wird jetzt auch nicht gestrichen. Aber ich würde dem Podium jetzt einfach vorschlagen, nochmal eine kurze Runde zu machen, wo jeder, jede sozusagen kurz sagt, wo sind die Möglichkeiten, wo sehen Sie aus Ihrer jeweiligen Perspektive, aus Ihrer jeweiligen Organisationsform, Organisierungsform, den Moment gerade, wo es lohnt zu intervenieren, wo ein Einstiegsprojekt entwickelt werden kann, die sozusagen die Krise des Politischen, die wir jetzt so eindrucksvoll gehört haben, sozusagen angeht, überwindet, Regeln bricht, was auch immer, und würde einfach Alex bitten, kurz anzufangen, um damit ihr noch eine Möglichkeit habt, da weiterzureden. Aber wir können es auch so verstehen, es wird ja heute und morgen den Tag auch sozusagen so weitergehen. Also jetzt einmal noch eine kurze Runde hier auf dem Podium. Alex. Ja, also in der kurzen Runde. Ich fand Teach-ins, die ich so oft erlebt habe, immer so schwierig, wenn dann am Ende eines langen Vortrags gesagt wird, was man jetzt zu tun hätte. Ja, und das fand ich immer so ein bisschen ermüdend. Das ist natürlich so, dass wir alle vor der Schwierigkeit stehen. Ich meine, alle, auch ich, wir sind ja hier nicht nur Leute, die abstrakt reden, sondern wir sind ja selber auch Akteure. Wir machen ja eine Menge. Und ich will erst mal damit anfangen, dass ein großer Unterschied eben zwischen Spanien und Griechenland und eben der Bundesrepublik Deutschland ist, dass Deutschland de facto Krisengewinner ist. Die Krise betrifft ja nicht alle gleichermaßen. Weder in Griechenland, es gibt auch dort Leute, die ihr Geld in Sicherheit bringen und sich an der Krise bereichert haben. Und es gibt sie auch in Deutschland, die Gewinne in einzelnen Bereichen für einzelne reiche Vermögensbesitzer sind ja enorm gestiegen. Die größte Aktionärin von BMW, die Frau Quandt, hat in 2 Jahren ihr Aktienvermögen um im Prinzip fast 100% verdoppelt. Ja? Also man muss sich das klar machen, ja, dass es sehr gespalten ist. Und unsere Handlungsmöglichkeiten sind hier, glaube ich, auch tatsächlich eingeschränkter, solange die Gewerkschaften sich nicht bewegen. Das muss man, glaube ich, wirklich klar sagen. Deutschland profitiert von dem Euro und damit auch von den ganzen Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit, der Lohnsenkung, des Abbaus. Wir haben das jetzt gerade, hat die Böckler-Stiftung das gezeigt in der großen Studie. Jetzt nähern sich Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien vom Sozialniveau, dem Armutsrisiko, deutschen Verhältnissen an. Das deutsche Modell wird jetzt sozusagen über die Krise auf andere europäische Staaten übertragen. Und wir haben ja viele Erfahrungen, dass die Krisenproteste, die Bündnisse, die Initiativen, Blockupy, auch dieses Treffen, dass das immer wieder ja in vielen, also dass es ja viel Mobilisierungsversuche gibt, aber es ist klar, dass wir sozusagen gegen einen großen gesellschaftlichen Trend angehen, dass die Leute unter Druck sind, dass sie Angst haben, dass sie auch, wie kann man sagen, trivial zu sagen, keine Zeit haben für demokratische Partizipation, wenn sie 2 oder 3 Jobs und so weiter alles machen müssen. Also und dann ist die Frage klar, wo setzt man an? Aus meiner Sicht, weil es ja auch so konkret gefragt ist, es gibt natürlich viele Zusammenhänge linker Diskussionen und linker Aktivitäten, aber eine der wichtigen Dinge, von denen ich finde, dass sie wichtig ist, ist tatsächlich, was Corinna vorhin ja auch schon gesagt hat, wozu ich arbeite, ist Wirtschaftsdemokratie, und zwar im weiten Sinne. Das betrifft natürlich die Vorstellung, dass auch die Sphäre der Wirtschaft selbst eine Sphäre demokratischer Aktivität und Beteiligung ist. Es kann eben nicht sein, dass wir weiter hinnehmen die Trennung von Politik und Ökonomie, die ja sowieso faktisch nicht existiert. Ja, die Politik ist die Selbstorganisation der bürgerlichen Klasse, die dann gelegentlich in der einen oder anderen Weise Kompromisse macht. Und was wir betreiben müssen und wofür wir argumentieren müssen, ist,
dass es eine neue Welle von wirtschaftsdemokratischen Initiativen gibt zur Selbstgestaltung der Wirtschaft. Das kann nicht mehr so sein, wie die Gewerkschaften das viele Jahre gemacht haben, durch Mitbestimmung auf der betrieblichen Ebene, Betriebsräte, Aufsichtsratmitbestimmung, sondern wir müssen ran an die Investitionsfunktion von Unternehmen. Es muss möglich sein, an Investitionen, an Veräußerungen, an den Aufkauf von anderen Unternehmen ranzukommen. Und was wir außerdem brauchen, ist das, was ich sehr kurz nur andeuten kann, wirtschaftsdemokratisch eine Demokratisierung des Kredits. Eine der Hauptprobleme heute ist ja nicht einfach nur Produktionsunternehmen zu demokratisieren. Viele dieser Unternehmen wie Porsche, Schaeffler, Siemens und so weiter sind selbst Finanzmarktakteure, die einen hohen Anteil ihres Gewinns auf den Finanzmärkten durch Spekulation erwirtschaften. Und auch da müssen wir ran, indem wir die Kreditfunktion selbst demokratisieren durch neue Mechanismen. Das heißt natürlich klar, wenn es soweit es über die Politik geht, heißt es auch eine massive Besteuerung und eine Abzweigung dieses Geldes nicht in den allgemeinen Steuerhaushalt, sondern dafür besondere Einrichtungen zu schaffen, wie das vielfach schon vorgeschlagen wurde, auch in den 70er und 80er Jahren, sodass es eben damit andere Formen der Investition, auch in den Bereich des Genossenschaftswesens und so weiter hineingeht. Das wäre ein weiteres Stichwort, natürlich Genossenschaften. Wir haben darüber viel diskutiert in den letzten Jahrzehnten. Das ist sowieso ein starker Schwerpunkt. Aber ich finde, auch da müssten wir neue Initiativen starten, weil Genossenschaften einen großen Vorteil haben. Das Geld bleibt in den Genossenschaften und es wird reinvestiert. Es wird damit nicht spekuliert. Es wird damit nicht auf Gewinn und Zins sozusagen investiert, sondern es bleibt. Das wären aus meiner Sicht wichtige Dinge. Und da können wiederum die Gewerkschaften relativ viel machen, weil sie eben dann auch in der Umwandlung von Betrieben wichtig sind. Viele Betriebe erklären Insolvenz, obwohl sie faktisch weitergemacht werden könnten. Genauso gilt es für den Dienstleistungsbereich, Krankenhäuser und so weiter könnten auch da in Genossenschaften umgewandelt werden. Auch da gäbe es eine Menge Möglichkeiten, weiterzugehen. Aber das sind, wie gesagt, ja nur kleine Andeutungen aus dem großen Spektrum. Ja.